So, willkommen zu einer neuen Aufnahme von Alice. Und wir waren dabei, den Ältesten zu finden. Oder sollen den Ältesten. Ach ja, richtig. Jetzt kommt ja dieses dusselige Puzzle-Dingenskirchen. Wo ich diese Puzzle-Dinger suchen muss und dann muss ich das nachher zusammensetzen. Das wird eine Deine Freude. Erfolge in Kampf und Rätseln legen nahe, dass du den kommenden Aufgaben gewachsen bist. Das Mentale wird deine Würdigkeit bestätigen. Oder deine Niederlage verkünden. So, oh, sie steht aber interessant. Das habe ich noch nie gesehen, dass sie das macht. Dass sie so wippt. Na gut, dann suchen wir mal die Puzzleteile. Dort haben wir schon mal das erste. Hab ich. Ich weiß gar nicht, ist es jetzt schon das. Ist es das erste Puzzle oder hatten wir das schon mal? Ich meine, das hatten wir schon mal. Ich glaube beim. Beim Unterwasser-Level. Ich glaube, da war das auch schon. Noch eins. Ich finde diese Puzzle super anstrengend. Ich glaube, ich habe schon mal eins gemacht. Das war okay. Aber ich glaube, es kommen nachher noch schwierigere, also in den anderen Kapiteln praktisch. Und die geben einem nachher so auf den Keks. Noch einer? Einen brauchen wir, glaube ich, noch. Ich hake mal manchmal zwischen den Schlüssellöchern fest. Oh, staubig. Ach so, super. So, diesmal habe ich, glaube ich, den Dreh so ein bisschen raus mit diesen Viechern. Moment. Da flimmert irgendwas oder glitzert was? Ach so. Da muss ich mit einer Uhrenwerksbombe arbeiten. So, Bombe drauf. Und ab dafür. Ja, das war schon eigentlich relativ einfach. Ging schnell. Ich glaube, es gibt schwierigere. So, 24 Züge habe ich. Oh Gott, wie kann ich das denn nochmal bewegen überhaupt? Kann ich die. Den konnte man ja irgendwie. Bewegen? So? Leertaste? Ah, okay, ist klar. Huch! Wir starten nochmal neu. Das war nix. Der Kopf, der muss doch auf jeden Fall dahin. So, das sieht hier schon mal soweit richtig aus. Da muss bloß noch was anderes zwischen. Gott, ich bin sowas überhaupt nicht gut. Huch. So, der dahin. Das kann ja nicht. Das muss schon irgendwie so sein, aber. Ich mag keine Puzzle. Ach so, der kommt jetzt ganz nach oben. Na supi. Ich glaube, der kommt jetzt da oben im Eck und dann bin ich fertig. Problem. Wie kriege ich den 18 hoch? Eins, zwei. Ich versuch's einfach. Ich kann es dazu nur zurücksetzen. Das ist ja kein Thema. Das wird nix.
Verdammt. Okay, der da muss hier hin. Das machen wir nämlich dann diesmal als erstes, dass wir den dann damit tauschen. So. Der kommt oben im Eck. Der Kopf kommt hier hin. Das kommt dorthin. Und der da. Hey, das ging doch ganz relativ... Du kannst uns retten. Ich öffne den Pfad. Aber ich habe es doch noch ganz gut hingekriegt. Würde ich jetzt behaupten. Das da oben ist aber noch nicht der Älteste, ne? Der sieht doch irgendwie anders aus. Ich weiß es gar nicht mehr. Schon lange her, als ich das letzte Mal gespielt habe. Vor allen Dingen durchgespielt habe. Ich habe es ja bislang nur einmal durchgespielt. Das ist jetzt praktisch das zweite Mal. Da kann ich durch, da kann ich rüber. Dann gehen wir erstmal in das Schlüsselloch, gucken, was da ist. Und dann über den Abgrund. Oh, ein Apfel. Zwei Äpfel. Nee, das war kein Apfel, es war ein Pfirsich. Sie ist faktisch krank, stellt sich verrückte Dinge vor und hat einen Heldenkomplex. Einen Drang, anderen zu helfen, weil sie sich selbst nicht helfen kann. Und einen Hang zur Weltverbesserung. Sie will den wahren Sinn ihres Lebens entschlüsseln und weiß nicht, wer den Schlüssel hat. Ich hake hier immer zwischen, ich verstehe das nicht. Gerade hing ich schon wieder im Schlüsselloch fest. Hui. Oh, 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 oh. Hätte ich beinahe falsch koordiniert. Oh, oh, das war wirklich zu weit. Verdammt. Diese Hüftpassagen immer. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, da kann ich rüberlaufen. Das geht noch. Dann steht wieder so ein Pappeimer. Und hopp. Hallo. Die wilden Wespen belagern uns. Sie kontrollieren die Gipfel von Osten nach Westen. Du musst sie besiegen, um zur Raupe zu gelangen. Ich muss wohl auf den Gipfel hinaufsteigen, denn er wird nicht zu mir kommen. Wir vertrauen darauf, dass die Raupe, die Seltsame, die Wunderbare, denen hilft, die in Not sind. Eines Tages werden wir es wissen. Reinheit des Herzens bedeutet nur eines zu wünschen. Um seinen heiligen Hain zu erreichen, musst du dich dem grausamen Daimios stellen, der uns den Zugang zu seiner Macht verwehrt. Ich öffne den Eingang in die heiligen Höhlen, wo deine Reise beginnt. Das heißt also, wir müssen die Raupe finden. Ganz ehrlich, ich will da eigentlich nicht rein. Hui! Na, das sieht ja sehr vertrauenserweckend aus. Ah, richtig, genau. Also, so ist es genau. Da sind wir drinne. Und zwar in diesem ersten roten Punkt. Und wir müssen bis ganz nach oben klettern. Und um dahin zu kommen, müssen wir jetzt immer zwischen 2 und 3 die Welten wechseln. Und die erste haben wir gleich hier. Das ist eigentlich ganz lustig gemacht oder ganz niedlich gemacht, dass wir jetzt mit Alice in der 2D-Optik spielen. Und das ist echt cool. Alice kann sich wie sonst bewegen, springen, schrumpfen und auch schweben. Bewege dich vorsichtig, um den Gefahren zu entgegnen. Ein Bild häuslicher Harmonie und Ordnung. Die fruchtbare Landschaft förderte Fleiß, Toleranz und Zusammenarbeit. Liebende Familien gediehen, glückliche Kinder und teure Freunde, dankbar für ihr Wohlergehen, lebten über Generationen sicher, geschäftig und frei. Aber ein plötzlicher Angriff von außen zerbrach ihre zarten Körper und beinahe auch ihren großzügigen Geist. So, also, man kann sie hier ganz normal bewegen. Das Einzige, was ich nicht verwenden kann, ist die Waffen. Das heißt, wenn Feinde sich uns nähern, kann ich nichts anderes machen, als auszuweichen. Großartig, bis auf diese Wespen erscheint hier eh nichts. Und den kann man, wie gesagt, nur ausweichen. Ansonsten ist alles wie normal, allerdings sehr gewöhnungsbedürftig.
Aber es ist super schön gemacht. Ups. Es ist immer, wie es immer ist und total easy einfach. Und deswegen springe ich gleich in den nächsten Abgrund. Nein, es ist wirklich teils echt schwierig, dass, weil man halt vorher diesen 3D oder diese 3D-Optik gewohnt war, es ist manchmal schwierig, sich... sich hier irgendwie reinzufinden. Vor allen Dingen, weil wir nach dieser Welt wieder in die 3D-Welt wechseln und dann diese Optik hier noch öfter haben werden. Und das ist gar nicht so einfach. Muss ich da irgendwie ganz schnell drauf einstellen. Das ist echt schwer. Oh, oh. Verdammt. Hier werde ich auch öfter scheitern. Aber es macht echt Spaß. Es ist echt lustig und süß gemacht, muss ich ehrlich sagen. Aber wie gesagt. Oh, ich habe mich erschrocken. Ich habe mich voll erschrocken. Ich weiß noch nicht mehr warum, aber ich habe mich erschrocken. Das war eigentlich nicht so geplant. Ich habe gedacht, ich komme da locker drüber hinweg. Das muss klappen, das muss klappen. Nein! Oh Mann, wieso kann sie denn nicht drüber hinwegspringen? Das ist doch nicht wahr. Oh oh. Yes! Ups! Irgendwo gegen gestoßen. Aber ich hab's geschafft. Ich bin happy. So. Untergrund, Untergrund. Da. Hier ist äußerste Konzentration gefragt. Großer Gott, die gehen ja runter. Ich hoffe, der kommt jetzt nicht von oben. Oh oh. Wie komme ich da hoch? Hallo? Ich komme da nicht hoch. Ach so, ich muss drauf stehen bleiben. Nein! Ich habe gedacht, immer wenn ich hochspringe, dass der weiter... Also ein Stückchen hochkommt, aber da musste man drauf stehen bleiben, damit der hochkommt, also nach oben weggeht. Aber da habe ich jetzt nicht gerechnet. Nicht zu weit, nicht zu weit. Nein, nein, nein. Nein, ich wollte nicht springen. Ich wollte eigentlich nur laufen. Och Mann. Verzweiflung. Erniedrigung. Jetzt aber, jetzt aber, jetzt aber. Yes. Ich weiß gar nicht, gab es auch... Hey, hier gibt es ja auch diese Schrumpfdinger. Also man kann ja auch schrumpfen. Das heißt, glaube ich, auch unsichtbare Platten-Dingenskirchen sehen. Da will ich hin. Hui! Ein Pfirsich. Die Pfirsiche gibt es hier tatsächlich öfter. Die kann man auch einsammeln. Problem ist, ich weiß nicht, was das soll. Also ich weiß nicht, wozu die da sind. Ob das irgendeinen Wert hat. Ob das mir irgendwie an einer bestimmten Stelle weiterhelfen soll oder auch nicht. Oder ich weiß es nicht.
Komme ich da durch? Nein, komme ich nicht. Ich muss mich schrumpfen. So. Und hopp. Oh, da oben komme ich noch hin. Moment. Oder auch nicht, oder auch nicht, oder auch nicht. Oder ich komme da doch nicht hin. Ich weiß es nicht. Ich glaube, das geht nicht. Und ihr hört bestimmt, wie ich hier auf diese Leertaste raufhaue. Einfach nur, damit sie so springt, wie ich mir das vorstelle. Weil das ist echt nicht einfach mit diesem Gehüpfe hier immer. Hui. Vor allen Dingen gehen die 2D-Welten super lange. Kann ich da hinten noch irgendwas machen? Oder muss ich nach oben? Und dann nach unten? Oh Gott. Hopp. Nein! Hopp. 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 Wo muss ich hin? Oh, ich muss wohl doch erst runter. Kann ich vielleicht nochmal runterhüpfen? Vor allem ist da nicht auch noch irgendwas an der Seite? Ich wollte eigentlich nochmal hoch. Egal, wir gehen erstmal runter wieder. Nein, da will ich nicht hin. Ich vermute, dass man hier noch irgendwo weiterkommt. Da will ich erstmal gucken. Ups. Bin ich da hoch? Ja, da oben ist noch so... Nochmal. Da oben ist nämlich noch so ein Pfirsich. Und ich komme nicht drauf. Yay. Oh, ein Zahn. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass in jedem so einem dusseligen Pfirsich bloß ein Zahn drin stecken soll. Das wird wohl irgendwas zu irgendwas gut sein. Ich habe bloß keine Ahnung, wofür die da sind. Oh, da ist noch einer. So. Wo soll ich hinspringen? Wo soll ich denn jetzt hinspringen? Hallo? Wenn du nicht weiter weißt, spring einfach irgendwie nach vorne. Und soweit es geht, irgendwie wird es schon richtig sein. Oder auch nicht. Scheiße. Hä, aber ich habe jetzt gerade wirklich nicht gesehen, wo ich jetzt hin muss. So weit, so gut. Hä, wo muss ich denn da hin? Oder nach oben vielleicht? Vielleicht muss ich nach oben. Das ist mir jetzt irgendwie nicht ganz bewusst. Also unten ist definitiv falsch. Das habe ich gerade erfahren. Hallo? Hüpf. Oder kann ich da rauf? Ach so. Ich dachte, das wäre nur so Deko. Man könnte da gar nicht rauf. So, die Ketten gibt es ja wohl auch. So, ja, C zum Verlassen. Da ist der Ausgang im Hintergrund, dieser komische Fratze. Und jetzt kommen wir hier erstmal wieder raus und befinden uns denn erstmal wieder in der 3D-Welt. Ich konnte gerade auch irgendwie C drücken. Ich hoffe, ich kann das immer noch. Nur Narren glauben, dass Leiden der Lohn fürs Anderssein ist. Guti. Ich höre eine Schweinenase. Ach, da unten. Die ist ja relativ easy.
Ups. Falsch. Eine pflichtbewusste, ehrbare Tochter würde ihrer Familie ein Denkmal in Marmor setzen. Ich kenne da einen begnadeten Bildhauer, mit dem sich etwas aushandeln ließe. Ups. Oh, ich dachte, ich springe zu weit. Ah, nein. Das ist super anstrengend. Ich darf nämlich auf diese Schriftrolle darf ich zwar rauflaufen, aber ich darf diese blinkenden Schriftzeichen nicht erwischen, denn das macht Aua Aua. Verwandelt mich in wunderschöne Schmetterlinge. Hier lang. Vor allen Dingen ist es ab. Ah! Juhu! Nein! Samurai-Bogen, was? Das war's wohl mit der Samurai-Wespe-Bogenschütze-Kack. Davon kommen, glaube ich, bestimmt noch mehr. Das war bestimmt nicht die einzige. Puh! Nein! 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 Bitte nicht! Udi, denn nochmal das Ganze. Backt das? Normalerweise sollte sich die Schriftrolle jetzt auch noch bewegen. Ich meine, ich will mich nicht beschweren. Trotzdem komisch. So. Ich wusste, dass sie kommt. Noch kein Zielwasser getrunken, oder was? Schlechtester Spruch ever. Da muss ich hoch. Oh. Die Dame ist nackt. Sehr freizügig. Oh, dann wartet jemand auf mich, ob ich den von hier aus wohl treffen kann? Yeah, perfekt. Aber er kann mich nicht treffen. Von denen kommen, glaube ich, noch mehr. Von daher ist es gar nicht so schlecht, wenn man da zwischendurch noch einen wegballern kann. Oh, noch nicht? Okay. Ich schaff das. 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 Au. Ich schaff das nicht. Ich schaff das. Das ist ganz schön eng. Also das sieht, man sieht, das sieht so aus, als hätte man super viel Platz. Dabei ist es gar nicht so viel Platz. Und das ist super verwirrend. Ganz in die Ecke. Oh nein, nicht nochmal. Oh, scheiße. Kann man nicht einfach mal so ein bisschen den hier machen? Okay, das bringt mir nichts. Wenn ich noch einmal dagegen knalle, war's das. Wow. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Yeah. Sehr gut. Huch, da lang. Oh, ich dachte, da wäre ein Abgrund. Und ich habe gedacht, ich falle da jetzt rein. Mal wieder Energie auffüllen.
So. Oh, Besuch. Ich bin ja so froh, dass diese fliegenden Moskito-Heinis super einfach sind auszuschalten. Gott sei Dank. Und rüber. Und rüber. Und schnell, schnell, schnell. Das schaffen wir. Nein, das schaffen wir nicht. Weißt du, ich, das ist mir egal, ob jetzt noch 2 Zähne sind. Das wird mir sowieso nicht viel bringen. 2. Oh! Hallo! Au! Mit dem hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ein Fläschchen. Und eine bitte ziehen. Dankeschön. Wo muss ich jetzt nochmal hin? Achso, wieder zurück, weil da das Puste-Ding jetzt offen ist. Holen wir uns den Zahn jetzt hier doch noch schnell, wenn wir schon mal dabei sind. Und auf geht's. Oh, oh, das sieht aus, als würde dir was kommen. Ich weiß, was das ist. Und das wird kein Spaß. Samurai-Tintenwespe. Uiuiuiui. Die sind nämlich total gemein. Ich muss nämlich jetzt am besten erstmal diese blöden Tafeln hier ausschalten. Weil da kommen nämlich diese schwarzen Tintendinger, Wespenviecher, Dingsbums raus. Und das Problem ist, wenn ich diese Tafel nicht zerstöre, kommen die halt immer wieder. Und das ist natürlich dann problematisch. Und die nerven übelst. Die nerven einfach so. Die hängen sich hier dran. Und das ist schwierig, sich von denen loszulösen. Weil dann hängt... Man löst sich von denen los und diese Viecher, fiesen Mistviecher-Dinges, halten sich dann im nächsten Moment schon wieder damit fest. Das ist echt super anstrengend. Ich weiß gar nicht, wie kriegt man die denn nochmal kaputt? So nicht. Abschießen vielleicht? Bei Gedenktafeln sehe ich jetzt hier keine mehr. Ach doch, da. Lasst mich in Ruhe. So, und jetzt? Oh, wie kriege ich die denn jetzt ausgeschaltet? Ah, okay. Habe ich sie? Puh. Die sind super, super nervig. Die sind so wie diese Schraubellen aus dem ersten Teil, praktisch aus dem ersten Kapitel. Nur, dass die halt noch nerviger sind, weil die halt auch so schwer zu sehen sind wegen diesem Schwarzen, weil die halt dieses schwarze Setting haben. Da sind schon wieder welche. Achso, das kriege ich gar nicht von hier zerstört. Na, sehr gut. Meine Güte, ey, da werde ich noch fuchsteufelswild bei diesen Viechern. Der Sound übrigens stand gerade so eigenartig. Ich hoffe, dass es jetzt nicht schlimm ist. Meine Güte. Was ist denn mit der Musik jetzt los? Die stockt so eigenartig.
Das ist... Ich glaube, ich guck mir das erstmal schnell an. Weil nicht, dass es die ganze Zeit so ist. Das möchte ich nicht. Das ist super nervig. Die Hintergrundmusik, die stockt immer so seltsam. Ich versuche nochmal, ich warte nochmal ganz kurz ab. Nochmal. Ich warte nochmal ganz kurz ab und wenn sich das nicht bessern sollte, muss ich nochmal das Spiel starten, weil das ist echt ein bisschen nervig. Keine Zeit zu verlieren! Wir haben doch keine! Doch, das stoppt ganz eigenartig. Das ist super mega nervig, das kann ich nicht machen. Da muss ich jetzt, ich versuche es mal eben hier schnell fertig zu machen. Und dann werde ich das Spiel nochmal neu starten müssen. Das hat ja so keinen Sinn. Das ist ja super nervig. Oh nee, ich kann das nicht. Tut mir leid, ich muss die Aufnahme mal kurz unterbrechen. Das mit der Musik, das stört mich gerade tierisch. Ich guck mal, woran das liegt, dann melde ich mich gleich nochmal zurück.